Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Newcastle United Karrieremodus. Wir sind wieder back am Start und heute mit zwei ganz interessanten Spielen. Einmal dem Tynewald Derby gegen den FC Sunderland, was dann auch in Realität momentan ein richtig spannendes Duell wäre. Und dann noch gegen den FC Everton und das Ganze ist am 17. Dezember. Das heißt, wir sind schon kurz vor der Wintertransferperiode. Ganz, ganz interessante Geschichte. Mal sehen, wie das da sich alles verändern wird, beziehungsweise wie sich dann alles verändern wird. Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr gerne sehen würdet bei uns im Verein, wen ich holen soll und wie ihr das Ganze heute gefallen hat. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gut gefallen hat. Und wenn ihr Coins braucht, schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe einen neuen Sponsor und da lohnt sich auf jeden Fall mal das Ganze auszuchecken. Das Team of the Season ist da, hat nichts mit Karrieremodus zu tun, aber auschecken kann man es trotzdem mal, wenn man mich unterstützen möchte, worüber ich natürlich sehr freuen würde. So. Wir machen weiter mit dem Karrieremodus, gucken uns unsere Finanzen mal eben an und ja, korrigieren unser Gehaltsbudget mal so ein bisschen, damit wir Verträge verlängern können, beispielsweise den von Florentin Pogba, den wir ja sowieso verlängern wollten, aber wir hatten kein Budget mehr und da sich das nicht automatisch anpasst, müssen wir das Ganze nochmal manuell machen, ist aber auch an sich kein Problem, der kriegt 30.000 mehr als zuvor, ist weiterhin wichtiger Stammspieler und wird mit dieser Rolle auch wahrscheinlich mehr als zufrieden sein, denn momentan ist er eigentlich gar nicht so gefragt, weil unsere Innenverteidigung mit Mbemba und natürlich mit Kurzuma sehr, sehr gut steht. So, wir gucken uns den Scout-Bericht aus Italien an, da ist wenig Interessantes dabei. Wir haben beispielsweise kein Interesse an Preperim Hetemai oder an, ja, was weiß ich, Daniele De Rossi und genauso wenig mittlerweile an Lachalt. Allerdings an Nicola Muru beispielsweise oder Gaston Brugmann, der geglitscht ist in diesem Karrieremodus, sind sehr interessante Spieler. Mal sehen, ob wir davon einen in der Winterpause verpflichten werden. Jetzt geht's erstmal los gegen Sunderland. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Newcastle United im Stadium of Light zu Gast beim FC Sunderland. Das Tynewald Derby heute ausnahmsweise mal ja vor dunkler Kulisse, denn es war bereits Nacht und nicht mehr tagsüber. Der Dezember hatte mittlerweile seine Spuren hinterlassen. Knackig kalt, aber trotzdem das Stadion ausverkauft und das natürlich vollkommen zu Recht, denn es ist ein Duell der Gegensätze. Newcastle auf dem ersten Tabellenplatz mit 6 Punkten Vorsprung vor Manchester United. Den können sie aufbauen auf mittlerweile 9 Punkte und auf der anderen Seite Sunderland momentan Tabelle 9 und absolut im Abschließkampf und das wollten natürlich viele Fans sehen und schauen, ob man in so einem Derby trotzdem ja sozusagen gegenhalten könnte und sich ein bisschen befreien könnte. Der Fokus auf Michy Batshuayi, der zweitbeste Scorer momentan in der Liga nach Diego Costa vom FC Chelsea. Er wollte heute natürlich wieder knipsen und natürlich, was für eine Frage, diesen Rekord wieder auf seine Seite bringen. FC Sunderland mit Pantilimon, Jones, DD, Kabul van Arnold, Britgard, Catamol, Adam Johnson, Jermaine Lenz, Jack Rodwell und Costas Mitrolu. Eigentlich eine Schande, dass die unten drin stehen. Sehr, sehr starker Kader auf Seiten ja, der Außenseiter bzw. der Gastgeber. Auf der anderen Seite haben wir natürlich nochmal deutlich besseres Personal am Start. Costil im Tor, Bellerin, Zuma, davor dann noch Mbemba und Haidara auf der Doppel-6 Sissoko und Jonjo Shelvey auf der 10er Josep Perez, Oxlade-Chamberlain, Michy Batshuayi und Henri Saivé bildeten heute das offensive Trio. Auf der Bank wieder einmal, ja, nach längerer Genesungspause, ja, Andrews Townsend, der zuletzt verletzt gefehlt hatte, genauso wie Paul George und Tapp daneben. Die beiden also heute wieder theoretisch mit am Start, allerdings noch nicht in der Startelf. Das Ganze kam zu früh in den Augen von Trainer MGT. Mike Jones, der Schiedsrichter der Partie. Es sollte eine hitzige werden, zumindest wurde im Vorfeld von den Fans sehr, sehr viel gepusht und zwar auf beiden Seiten natürlich Provokation, wie das immer so ist. Die einen sagen, ihr bleibt sowieso nicht an der Tabellenspitze stehen, die anderen sagen, ihr bleibt genau da stehen, wo ihr momentan seid. Wir schauen rein, wie das sich heute so darstellen sollte in dieser Partie und gehen in die erste Szene dieser hinein. Es war eine relativ langweilige Anfangsphase. Und dann kam Newcastle erstmals gefährlich nach knapp 20 Minuten nach vorne. Michy Batshuayi mit dem Ball, das Ganze wird geklärt, aber Sunderland kann sich hinten nicht richtig gut rauskombinieren. Adam Johnson mit dem Ballverlust. Michy Batshuayi spielt den nochmal raus, und zwar zu Sissoko, und er geht hinterher und dann schrubbt er da gleich zwei Leute um, obwohl er eigentlich nur den Ball spielen wollte, springt da vollkommen übermotiviert rein und hat Glück, dass er hier nur mit der gelben Karte davon kommt, denn normalerweise hätte das auch rot sein können. Ball gar nicht in der Nähe und nur der Gegner getroffen. Weiter ging es mit Sunderland, Einwurf in der eigenen Hälfte und Ballverlust und kurz vor dem 16er dann das Foul an Ayose Perez von Britcard. Sehr, sehr gute Freistoßposition für die Magpies nach knapp 38 Minuten. Es passierte nicht viel in der ersten Halbzeit, aber diese Szene war natürlich sehr, sehr gefährlich, denn sie haben da einen Spezialisten und das ist Henri Saivé. Der hat bereits per Freistoß getroffen diese Saison und das wollte er natürlich jetzt wiederholen. 24 Meter Torentfernung, ganz knapp über dem Winkel. Pantilimon wäre wohl da gewesen, aber muss gar nicht eingreifen, denn der Senegalese setzt diesen Schuss relativ knapp über den Kasten hinweg. Von Sunderland kommen offensiv überhaupt nichts. Es spielte eigentlich nur Newcastle, allerdings gelang denen auch nicht viel, denn die, ja, der Catch stand hinten relativ sicher. Dann mal Jonjo Shelvey mit einem schönen Versuch und Pantilimon ist wieder da. 43 Minuten, die gefährlichste Situation bis zu diesem Zeitpunkt. Der einzige Schuss, der so wirklich bis zu diesem Zeitpunkt aufs Tor des Rumänen kam. Danach war Halbzeit. Wie gesagt, relativ langweilig, weil hier von den Black Cats kam nichts, von den Magpies kam auch nicht so wirklich viel, denn sie konnten sich nicht gut durchkombinieren. Von Michy Batshuayi noch gar nichts zu sehen. Vielleicht sollte sich das in der zweiten Halbzeit ändern. Wir springen mal rein und schauen auf Batshuayi.
Chouaier und er versucht es direkt mal. 52. Minute und die nächste gute Parade von Bantilimon. Das wäre wohl das 1:0 sonst gewesen. Dann wechselten sowohl die Black Cats als auch die Magpies. Außerdem Johnson ging raus, Will Buckley kam rein und bei Newcastle kam Andros Townsend zu seinem Comeback nach längerer Verletzung für Henri Saivé in die Partie. Das heißt nochmal ein bisschen mehr Tempo auf der Außenbahn. Vielleicht ein gutes Mittel gegen die Defensive Sunderlands. Wir schauen einfach mal rein auf die erste Szene und die hatte gleich mal ein bisschen was in sich, denn es wurde langsam gefährlicher auf Seiten der Magpies. Das ist Moussa Sissoko mit dem Ball auf Ayoze Perez und der ist frei vom Kasten. 1:0, so schnell kann es gehen. Plötzlich die Führung aus dem Nichts für Newcastle United, 59. Minute und das ist natürlich wieder der Spanier. Ganz stark von Sissoko, geht einfach durch und in der Mitte ist absolut nichts und niemand bei Ayoze Perez und der hat kein Problem, den reinzumachen. Der Youngster also mit dem Führungstreffer und jetzt versucht das Handel plötzlich zurückzukommen. Erster Torschuss nach knapp 68 Minuten, aber kein Problem für Benoit Costil im Kasten der Magpies. Dann Andros Townsend gerade angesprochen, hier mit der Flanke mit dem linken Fuß auf den zweiten Pfosten. Batshuayi ist da, den muss er normalerweise machen, den macht er normalerweise auch, aber scheitert hier wieder am klasse reagierenden Pantilimon und dementsprechend weiterhin nur 1:0 und theoretisch die Chance für die Black Cats, aber Newcastle versuchte zu kontern. Schaffte das jedoch nur teilweise. Lee Cadamol, hier der Ballverlust, Moussa Sissoko und der schickt auf der linken Außenbahn Ayoze Perez auf die Reise. Der hat nicht mehr genug Energie, deswegen der Ball auf Andros Townsend und der mit der Flanke das Ganze ein bisschen verunglückt, aber der Ball kommt dann nochmal zu Perez. Jedoch können die Magpies daraus kein Kapital schlagen und das war die letzte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt also mit 1:0 gegen ja verunsicherte Black Cats, die in der Offensive nichts zustande brachten und defensiv genau einmal eine Schwäche bewiesen, die sich natürlich direkt als Mittel zum Zweck für Newcastle United erwies. Die Fans der Magpies, die Toon Army, natürlich mehr als zufrieden mit diesem Ergebnis. Man hat jetzt 7 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten, nein, sogar 9 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Das ist ein ganz schön dickes Polster und das sogar noch vor Weihnachten. Besser kann es gar nicht laufen. Ayoze Perez mit seinem Tor natürlich der Matchwinner. Und wenn das so weitergeht, dann sieht es für Sunderland ganz, ganz dunkel aus. Denn dann winkt der Abstieg für die Black Cats von, ja, Lower Tyne und für die Männer von Pantyne. Für Newcastle sieht es richtig gut aus in puncto Meisterschaft. So, das war nochmal ein sehr schönes Spiel. Das war an sich ja doch eigentlich gar nicht so schön, denn wir haben keine Chancen gehabt. Wir hatten eigentlich auch nicht wirklich viel Überlegenheit, aber wobei Überlegenheit schon, nur halt irgendwie konnten wir sie nicht in Tore oder Chancen ummünzen. Und das war natürlich ein bisschen schade, aber im Endeffekt haben wir gewonnen und 3 Punkte eingeholt und eingefahren und von daher wollen wir uns nicht beschweren. Gegen Sunderland ist das allerdings einfacher als gegen Everton. Das heißt, da muss eine Leistungssteigerung her gegen die Toffees. Bin gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Wir sehen immer wieder Scout-Berichte, die aber nicht sonderlich interessant sind. Abgesehen von Rudi und Stindl vielleicht und Robbie Cruz an sich überhaupt nicht und Fährmann eigentlich auch nicht und der Rest hier mal wieder auch nicht, aber was soll's. Jean-Marie Dongu-Zafak haben wir einen Abschlussbericht für. Der spielt mir da beim FC Chelsea, aber auch der ist nicht so interessant und deswegen schauen wir mal noch mal ganz kurz vor dem Spiel gegen Everton auf die Tabelle und da sehen wir momentan, haben wir wie gesagt 9 Punkte Vorsprung vor Manchester United und der nächste Gegner, Everton, ist auf dem 11. Tabellenplatz, das heißt für die sieht es nicht so gut aus, die müssen also fighten und deswegen schauen wir mal, wie es gelaufen ist. Gucken rein in die Partie, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der St. James' Park in freudiger Erwartung der Partie zwischen Everton und Newcastle United. Die Magpies, der Gastgeber, der Tabellenführer gegen den Tabellenelften. Bei den Toffees läuft es momentan nicht so gut und das liegt vor allem daran, dass sie vorne keine Tore schießen. Normalerweise ja die Kernkompetenz von einem der besten Stürmer der Liga, von Romelu Lukaku, aber der ist momentan absolut nicht in Form. Genauso allerdings wie Michy Batshuayi, sein Landsmann. Auch der trifft momentan nicht mehr so nach Belieben, wie es in den letzten Monaten eigentlich gang und gäbe war. Zuletzt erst eine Riesenchance vergeben in der Schlussphase gegen den FC Sunderland. Das nagt an ihm und heute sollte das Ganze im Idealfall anders laufen, aber nicht mit Michy Batshuayi vorne drin, sondern mit Niklas Bendtner, der von Anfang an spielen durfte. Die beste Abwehr der Liga weiter in Newcastle United, nur 7 Gegentore mittlerweile, 5 Gegentore besser als Chelsea und als Manchester United. Das läuft richtig bei der Defensive der Magpies, die wir hier auf dem Platz sehen, mit Chancel Mbemba und Florentin Pogba als Vertreter. Kurt Zuma, Costil im Tor davor, Bellerin Mbemba, Kurt Zuma und Sebastian Pocognoli, der Haidara ersetzte. Sissoko und Shelby auf der Doppel-6, davor dann George Gino Wijnaldum, der das erste Mal seit seiner Verletzung wieder in der Startelf stand. Vorne Andros Townsend, Paul George und Tapp und natürlich auch Niklas Bender. Das heißt, wir haben einige Comebacker hier und das sollte eine richtig schöne Partie werden für diese Jungs, denn sie spielten gegen Robles, davor dann Hibbert, Funes Mori, Jagielka, Baines, Victor Wanyama, James McCarthy, Gerard Deulofeu, Kevin Mirallas, Stephen Naismith und eben Romelu Lukaku. Aber die waren, wie gesagt, momentan absolut nicht so in Form, schossen keine Tore und hinten kassierten sie und das lag nicht an Joel Robles oder an Tim Howard.
Torwart, sondern daran, dass die Defensive einfach nicht solide genug stand. Michael Oliver, Schiedsrichter der Partie, pfifft die ganze Chose dann an und wir springen einfach rein in die erste Szene dieser Partie und auch die begann wie zuletzt das Spiel zwischen den Magpies und den Black Cats wieder relativ schleppend. Wir sind aber in der 8. Minute und dann kommt der Ball auf Moussa Sissoko, das Ganze erstmal abgewehrt von ja, Everton, bis zu dem Zeitpunkt noch keine Torannäherung. Dann aber der Ball auf Georgino Wijnaldum, der ist wie gesagt nach Verletzung gerade erst zurück, zieht einfach mal ab und macht das 1:0. Was für ein Tor, Georgino Wijnaldum, Führungstreffer für Newcastle United. 9 Minuten gespielt und Newcastle führt gegen die Toffees. Das war klasse gemacht von Georgino Wijnaldum, setzt sich hier einfach mal durch gegen die Defensive von Everton und dann kommt der Abschluss in den Winkel, keine Chance für Robles da irgendwie ranzukommen. Ganz früher Führungstreffer, ganz, ganz wichtig und Newcastle machte weiter in Form von Georgino Wijnaldum, der richtig Spaß am Fußballspielen hatte. Hier das Foul am 16er, da beschwert er sich zurecht, kriegt den Freistoß auch hinterher. Der Abschluss war schon knapp, aber er bekommt jetzt die Freistoßchance und Freistöße, die kann der Niederländer 2:0, 20. Spielminute, Doppelpack des Rückkehrers. So kann man das auf jeden Fall mal machen. Das zeigt, wie wichtig er für diese Mannschaft ist und wie unglaublich stark er momentan trotz seiner Verletzung immer noch in Form ist. Ein wunderbar getretener Freistoß, der Abschluss war schon knapp. Dieser Ball sitzt, Joel Robles wieder ohne Abwehrchance und es steht 2:0. Dementsprechend die Magpies jetzt vollkommen vorne dran und ja, Everton hatte große Probleme, sich irgendwie zurechtzufinden. Es ging weiter über die Magpies. 28. Minute wieder Genie Wijnaldum mit dem Versuch des Schusses und da kommt Jonjo Shelvey an den Ball. Gute Aktion von beiden, sowohl von Robles als auch von Lord Voldemort. Die anschließende Ecke von Moussa Sissoko in die Mitte gebracht, aber auf die Strafraumkante und da steht wieder Jonjo Shelvey. 20 Meter Volley, aber abgewehrt von Phil Jagielka und dementsprechend nicht das 3:0. Das war aber nur eine Frage der Zeit, denn von Everton kam nichts und Newcastle spielte richtig gut nach vorne. Wieder Genie Wijnaldum mit dem nächsten Versuch ganz knapp vorbei. Der Hattrick war ihm noch nicht vergönnt in dieser Phase der Partie, aber es sah so aus, als ob er irgendwann kommen sollte. Von Everton, wie gesagt, nichts zu sehen. Dann mal nach ja, knapp 45 Minuten dieser Aktion. Steven Naismith spielt den Ball selber ins Aus und das war die einzige Gelegenheit, die sich vorne irgendwie ergab. In der zweiten Halbzeit musste es besser werden, es wurde aber nicht so wirklich besser. Lukaku mal auf Naismith, aber auch dieser Ball natürlich mehr als ungefährlich. Jemand muss Kostil mal eingreifen und es wird als Torschuss gewertet. Allerdings näherte sich Everton jetzt ein bisschen mehr an. Wieder eine Flanke in die Mitte, wieder ist Kostil da und wir schauen auf den direkten Konter. Der Ball ja auf Paul George und Tab und auf der anderen Seite haben wir Oxlade-Chamberlain, die Flanke in die Mitte. Matthew Leckie mittlerweile eingewechselt, kommt da nicht ran und es gibt einen Einwurf an der eigenen Eckfahne für den FC Everton. Und wir sehen da Matthew Leckie, der lauert. Schone, der lauert zurecht. Der erobert den Ball gegen Rui Funes Mori. Abgewehrt von Robles. Trotzdem 3:0. 70. Minute. Der Australier ist momentan einfach nur in Topform. Das nächste Tor, diesmal nach Einwechslung. Ganz, ganz schwach von Funes Mori. Der Ballverlust gegen Matthew Leckie. Erst starker Reflex von Robles. Aber dann macht er den Abpraller selber noch rein. Wunderbares Tor von Leckie. 3:0 also in dieser Partie. Und es ging aufs 4:0 zu. Wijnaldum mit dem nächsten Kopfball. Wie gesagt, sein Hattrick war ihm nicht vergönnt. Aber es sah so aus, als ob wenn dann hier ja nochmal Newcastle treffen sollte, dann aber ein Fehler in der Defensive. Sehen wir ganz selten, das ist Gerard Deulofeu, das Ganze eigentlich abgewehrt, aber dann kommen sich zwei in die Quere und Deulofeu ist der lachende Dritte und es ist das 3:1, das erste Gegentor seit Ewigkeiten für die Magpies und das achte in dieser Saison. Allerdings, ja, nur das Ergebnis Kosmetik, denn das war alles andere als wichtig. Trotzdem natürlich bitte, eigentlich war die Szene schon geklärt, Kostil muss nur den Ball nehmen, aber dann nimmt den Oxlade-Chamberlain den Ball weg und deswegen kommt der Ball zum Spanier. Auf der Linie kann dann auch keiner mehr klären, dementsprechend 3:1. Und trotzdem war es der Frust natürlich tief bei Everton. Ganz, ganz böses Foul hier von Seamus Coleman in der Nachspielzeit. Dafür gibt es zu Recht die gelbe Karte. Hat er Glück, dass er mit der gelben davonkommt. Aber es war die letzte Aktion der Partie. Danach blieb alles ruhig. Newcastle gewinnt also schon wieder mit 3:1 gegen den FC Everton. Eine ganz starke Vorstellung der Magpies und eine ganz, ganz schwache der Toffees. Das kann nicht so weitergehen. Bei den Männern in Blau, allerdings bei den Männern in Schwarz-Weiß auf jeden Fall. Die sind weit an der Tabellenspitze. Und wenn das so weitergeht, dann fahren sie die früheste Meisterschaft in der Geschichte der Barclays Premier League ein. Ob das Ganze nach der Winterpause so weitergeht oder in den nächsten Partien, muss ich zeigen, aber momentan geht es mit den Männern von MGT richtig gut voran und genau das ist, was die Toffees ja, momentan am liebsten hätten und was die Toons richtig gerne sehen. Newcastle gewinnt zu Hause im St. James' Park mit 3:1 gegen Everton. Ja, ganz bittere Pille auf jeden Fall für Everton, denn das hatten sie sicherlich nicht so vorgestellt. Die stehen im Mittelfeld. Wenn man sich erinnert, vor 2 Jahren waren die noch relativ weit oben in der Tabelle mit ihrem Martinez. Damals noch mit Lukaku und McGeady und Co. Ein richtig starker Kader und mittlerweile läuft es da irgendwie auch in Realität ja nicht mehr so. Und hier im Karrieremodus rutschen sie auch immer weiter ab. Müssen aufpassen, dass sie in den Abstiegskampf geraten, auch wenn wir das natürlich nicht herbeiführen wollten. Aber ja, für unsere Zwecke war es trotzdem wieder super. Wir sind weiter in der ersten Tabelle und genau das ist ja unser Ziel am Ende der Saison jetzt auch mittlerweile. Habe ich mir das so gesetzt, wir wollen Meister werden, denn wenn wir schon so weit oben stehen,
dann müssen wir das auf jeden Fall auch nutzen. Das Training, ja, das ist einigermaßen in Ordnung, kann man auf jeden Fall so machen. In der nächsten Episode geht es dann weiter gegen den FC Bournemouth. Mal sehen, wie dieses Spiel so werden wird. Und dann haben wir in der übernächsten Episode auch schon wieder Transferperiode, spätestens in der überübernächsten Episode. Ich denke mal, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Ihr wisst, was für eine großartige Unterstützung das für diese Videos und für mich persönlich auch ist. Das hält meine Motivation on top und genau das ist das, was ich euch ja auch wünsche. Des Weiteren in der Videobeschreibung vorbeischauen bei IG Vault und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.